Nichts blieb an Mafia-Boss John Gotti haften, der dem Gesetz jahrelang durch Bestechung von Richtern und Zeugen auswich. Wodurch er den Namen The Teflon Don erhielt, nach einem der rutschigsten Materialien dieser Welt. Es war in den Raumanzügen der Apollo-Crew für die Mondlandung, in Rohren und Ventilen beim Manhattan-Projekt und vielleicht in deiner Küche, als Antihaftbeschichtung bei Pfannen und Backblechen. Also was ist dieses rutschige Material? Und warum bleibt nichts daran haften? Teflon ist ein Markenname für Polytetrafluoroethylen, kurz PTFE. Es wurde 1938 versehentlich von einem 27-jährigen amerikanischen Chemiker namens Roy Plunkett entdeckt, während er versuchte, eine ungiftige Kühlflüssigkeit für DuPont zu entwickeln, einem Chemiekonzern. Die seltsame weiße Flüssigkeit, die sich im Reaktionsgefäß bildete, war chemisch immun. Das heißt, sie reagierte nicht mit anderen Substanzen. Sie hat auch einen äußerst niedrigen Reibungskoeffizienten und lässt andere Materialien darüber rutschen. Teflons Eigenschaften sind perfekt, wenn du etwas Rutschiges, chemisch Resistentes oder Wasserfestes benötigst. Denn Teflon hat sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Es kann überall verwendet werden. Als Beschichtung an Regencapes, industriellen Kugellagern, künstlichen Gelenken, Platinen, auch beim von Rocky Mountains inspirierten Dach des Denver International Airport. Die vielen Eigenschaften von PTFE kommen von der molekularen Struktur. Es ist ein Polymer. Das heißt, es besteht aus einer Reihe von sich wiederholenden Einheiten von Atomen. Eine PTFE-Einheit hat eine Grundstruktur aus einem Kohlenstoffatom, an dem jeweils zwei Fluoratome hängen. Das Fluor ummantelt den Kohlenstoff wie eine Rüstung, spiralförmig rund um die Kette. Der Zwischenraum zwischen Kohlenstoff und Fluor ist unglaublich eng. Wie ein Paar, das alles um sich herum ignoriert, reagieren Kohlenstoff und Fluor so stark miteinander, dass die intermolekularen Kräfte, die dafür sorgen, dass Substanzen aneinander haften, nicht standhalten. Selbst die kleinen Füßchen von Geckos, die überall gut haften, bleiben am Teflon nicht kleben. Moment mal, wenn an PTFE nichts haftet, wie kann es dann so sauber an Dingen wie zum Beispiel Pfannen verarbeitet werden? Eine Methode ist, die Pfanne zu sandstrahlen oder sie mit Chemikalien zu beschießen, um die Oberfläche rau zu machen. Dann wird eine spezielle Grundierung aufgetragen, die sich wie Kleber verhält. Das genaue Herstellungsverfahren ist ein von den Herstellern gut gehütetes Geheimnis. Die Pfanne wird mit flüssigem PTFE besprüht und auf rund 427 Grad Celsius erhitzt. Die Schichten verhärten sich zu einer glatten Beschichtung. Brätst du Eier in dieser PTFE-beschichteten Pfanne, ignorieren die sehr engen Kohlenstoff-Fluor-Verbindungen Wasser, Fett und Proteine in den Eiern. Ohne diese Reaktion rutscht das Bratgut herum, ohne am Pfannenboden zu kleben. Du fragst dich, ob es unbedenklich ist, eine PTFE-Pfanne zu verwenden. Die Antwort ist ja. Wenn du vorsichtig bist. PTFE bleibt bei moderaten Temperaturen stabil, wie beim Braten von Fisch oder Eiern. Aber über 260 Grad Celsius fängt es an zu zerfallen. Und bei weiterem Erhitzen kann der Rauch dich krank machen. Eine leere Pfanne kann schnell über 260 Grad Celsius erreichen. Doch viele Küchen sind gut ventiliert, um entstehenden Rauch schnell abzuleiten. Viele denken, versehentlich verzehrtes PTFE aus einer zerkratzten Pfanne ist schlecht für den Körper. Aber heute weiß man, dass es harmlos ist. Weil PTFE nicht gut mit anderen Chemikalien reagiert, kann es im Körper nicht verdaut werden. Ob es sicher ist, Teflon herzustellen, ist eine andere Frage. DuPont und sein Ableger Chemours stehen nun Klagen im Wert von vielen Millionen Dollar gegenüber. Sie haben wohl ihre Umwelt jahrelang stark verschmutzt und die Gesundheit von Angestellten und umliegende Gemeinden durch eine Chemikalie namens PFOA riskiert. Diese toxische Chemikalie wird zur Herstellung von Teflon verwendet. Was John Gotti betrifft, wurde der Mafia-Boss 1992 schließlich wegen Mordes in 5 Fällen und anderer Delikte verurteilt. Das veranlasste das FBI in New York zu verkünden: Das Teflon ist weg, der Don wird in Klettverschluss verwahrt und alle Anklagen blieben haften. Erweitere deinen Horizont mit diesen Videos und abonniere unseren Kanal. So verpasst du nie die Chance, etwas Neues zu lernen. Thank you.